Ferhat war viel, also wirklich viel. Manchmal wie ein kleines Kind, manchmal wie 80-jähriger Mensch. Er war ein tiefgründiger Mensch. Er kannte Menschen, er konnte Menschen lesen, wirklich. Ne? Er konnte schätzen, was brauchen die in diesem Moment. Brauchen die ein bisschen Motivation, dann bringt er Menschen zum Lachen. Oder die, wollen die mit ihm reden? Er konnte ja Philosoph sein für denen. Ich bin Serpil Unvar, Mutter von Ferhat Unvar. Mein Sohn Ferhat mit 8 weiteren jungen Menschen, 19. Februar 2020, von einem Rassisten ermordet worden. Mein Name ist Ali, ich bin in Hanau geboren und aufgewachsen und bin ein Kindheitsfreund von Ferhat Unvar, der am 19. Februar 2020 durch einen rechtsterroristischen Anschlag sein Leben hier verloren hat. Die Nacht war tatsächlich schlimm. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie es für die Familienangehörigen sein musste. Ich war zu Hause und habe dann über WhatsApp wurden dann irgendwelche Nachrichten rumgeschickt, dass das geschossen wurde. Und dann auch viel auch Fehlinformation, wer unter den Opfern sein soll. Bis man dann am nächsten Morgen, wo die Familien dann auch die Gewissheit hatten, haben wir dann auch die Infos bekommen, dass es ihn auch getroffen hat. Es ist für mich die einzige Möglichkeit, irgendwie das Gefühl zu haben, man kann mit ihm kommunizieren. Wenn es mir auch so nicht gut geht, dann komme ich hierher und kann abschalten. Auf unterschiedliche Art und Weise haben wir Rassismus erfahren. Und vor allem Ferhat halt in der Schule. Wenn du halt von Lehrkräften in eine bestimmte Schublade gesteckt wirst und man dir vermittelt, dass aus der Ehe so oder so nur das eine oder andere werden kann, obwohl er ja nachweislich hochbegabt war, und man ihn ja dann, statt zu fördern, hat man ihn ja nicht unten gehalten, aber man hat ihn halt in diese Schublade gesteckt, aus der du dann halt sehr schwer rauskommst. Wir machen antirassistische Bildungsarbeit und Empowerment. Und das Hauptfundament unserer Arbeit, würde ich sagen, sind die Workshops an Schulen, die wir geben. Das heißt, junge Menschen aufzuklären, zu sensibilisieren rund um das Thema Rassismus, Antirassismus und auch klar zu machen, warum Rassismus uns alle anzugehen hat, fernab davon, ob wir diese Erfahrung am eigenen Leib spüren. Da habe ich gesagt, so was geht nicht, ich muss selber was machen. Und dann habe ich gesagt, okay, unser Thema war Bildung und wir wollen, ich will auch Ferhat seinen Kampf weitermachen zwischen Schule, LehrerInnen, Kinder und Eltern Brücke bauen. Immer eine Bildungsreferentin und eine Jugendliche zusammen gehen in die Klasse und von Jugendliche zu Jugendliche. Die können ja direkt eine Brücke, vertrauliche Brücke bauen und das hilft sehr viel, wirklich. Weil sie das Gesicht der Bildungsinitiative ist, nehmen Ferhat, dass sie quasi dann auf diesen Veranstaltungen dann in einer Art und Weise empowern kann, die ich nicht kann. Weil sie eine Mutter ist, die aus einer so schrecklichen Tat was so Positives gemacht hat und in die Zukunft schauen möchte und so viele junge Menschen mobilisiert. Ja, ich bin stolz, wirklich. Also, ich weiß nicht, wie kann ich das erzählen. Das ist Lebenskraft für mich. Also mit denen zusammenarbeiten, das gibt zu mir wirklich Kraft und Hoffnung. Ich fühle mich nicht alleine, wirklich gar nicht. Und ich denke, dass Ferhat lebt mit denen zusammen. Ein Teil von Ferhat ist hier. Ja, ich bin nicht alleine. Ferhat lebt weiter.